Hey, liebe Businessmama, heute gibt es einen ganz besonders spannenden Blick hinter die Kulissen. Alina von Elopage erklärt dir, wie du in wenigen Schritten dein erstes Coaching oder deinen ersten Online-Kurs verkaufen kannst. Und das sogar schon, bevor deine Webseite fertig ist. Am Ende gibt es übrigens noch ein kleines, cooles Geschenk für dich. Also bleib dran! Schönen guten Morgen, Alina. Guten Morgen, Nadine. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Du bist Mitarbeiterin bei Elopage und heute quasi im Namen für Elopage da, weil ich dich darum gebeten habe, ein bisschen mehr Fachwissen uns bereitzustellen. Ich bin tatsächlich selber großer Fan von Elopage, obwohl ich technisch alles theoretisch selber lösen könnte über die Webseite. Aber die Einfachheit einfach wirklich toll finde und ich gebeten habe, so ein bisschen mehr Detailwissen uns noch zu geben. Ich würde vorschlagen, wenn okay für dich, stell du dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist denn du als Alina? Und dann gehen wir durch. Natürlich, danke Nadine. Also ich danke dir auch wirklich für die Einladung und dass wir hier sein dürfen und uns auch einmal vorstellen können. Und ich fand insgesamt jetzt die ganze Zusammenarbeit wirklich mit dir cool, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und freue mich wirklich über dieses Interview, Präsentation, was wir vorbereitet haben. Und einmal ganz kurz zu mir. Ich heiße Alina, ich bin Partnership Manager bei Elopage und eigentlich noch recht fresh seit November, aber gerade da ich dieses Wissen seit November irgendwie eineignen könnte und verstehen konnte, was eigentlich da alles für Möglichkeiten mit Elopage da sind, bin ich überzeugt, dass gerade dieses Tool die richtige Lösung für sehr viele Starter sind, die gerade die Möglichkeiten des digitalen Business ausnutzen wollen. Ja, so habe ich es tatsächlich auch kennengelernt. Ich bin immer sehr kritisch bei neuen Tools erstmal und gucke mir das auch wirklich relativ genau an und bin als Kunde auf euch aufmerksam geworden und jetzt doch tatsächlich hängen geblieben. Ich fange immer ganz gern an mit drei Fakten, eigentlich über die Person. In deinem Fall würde ich gerne anfangen mit drei Fakten zu Elopage. Hau mir doch mal drei Dinge um die Ohren, wo du sagen würdest, dafür steht Elopage oder das könnt ihr, das seid ihr. Ich würde sogar sagen, ich hau dir da ein bisschen mehr Dinge um die Ohren, weil da hatten wir auch schon, muss ich ehrlich sagen, eine lange Diskussion, aber natürlich, ich habe mich mit meinen Kollegen zusammengesetzt und wir hatten dieses Gespräch, was sind eigentlich die drei Fakten, die Elopage auszeichnen. Und ich muss sagen, bis jetzt, worauf wir alle auf jeden Fall zusammengekommen sind, ist auf jeden Fall unser Support und unser Teamzusammenhalt, weil unser Support ist da wirklich für jeden Verkäufer und wir bekommen andauernd wirklich das gute Feedback. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing-Team und es ist immer schön, sogar wenn man im Marketing-Team eigentlich sozusagen im Marketing-Team ist, diesen Lob zu hören, wo die Leute sagen, ey Leute, euer Support hilft mir so gut, die sind so schnell am Antworten und geben geile Lösungen. Und das ist eigentlich auch das, was ich denke, Elopage an sich, außerhalb all der technischen Möglichkeiten, die wir bieten, weil da gibt es ja viel mehr als nur drei Fakten, die man erwähnen kann. Ich glaube halt gerade das, dieses bei dem Kunden da sein, mitfühlen, verstehen, wo die Schwierigkeiten sind. Und man muss sagen, ja, dass uns auch jeden Tag gesagt wird, geht in den Schuhen von euren Partnern, also versteht eigentlich, was da die Schwierigkeiten sind. Und ich glaube, gerade dieses Denken ermöglicht es wirklich dem ganzen Team eine gewisse Leistung zu bringen und auch gewisse Nähe selber zum Partner zu wollen. Und wir freuen uns ja immer alle über alle Erfolge, die wir sehen. Und ich würde sagen, so das ist im Großen und Ganzen das, was Elopage auszeichnet und uns wirklich auch sehr, sehr stark unterscheidet von allen anderen. Ja, das kann ich auch zurückspielen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht mit dem Support. Ich glaube, am Anfang ist man immer so ein bisschen wirklich, oder ich zumindest wirklich kritisch. Vor allem, er ruft auch die Neukunden einmal an. Das ist für den ersten Moment, wenn du so ein versauter Telekom, Vodafone und so weiter Kunde bist, echt so, oh scheiße, da möchte mir jemand was aufschwatzen. Und du merkst aber schon im Gespräch, es ist wirklich ein gut gemeinter Support-Call im Sinne von, kommst du klar beim Anlegen? Ja. Kann ich dir helfen? Da müssen, glaube ich, wir uns einfach wieder lernen, drauf einzulassen, weil wir wirklich so über diese Telekommunikationsdienstleister massiv versaut wurden und es bei euch wirklich um den Support geht. Also ich habe auch, egal ob es jetzt Tickets sind, die ich bei euch einstelle oder ob ich anrufe, wenn mal jemand nicht helfen kann, dann kümmert er sich gleich darum, dass es jemand anderes kann. Von dem her würde ich das auch unterschreiben und das ist in meinen Augen wirklich ein K.O.-Kriterium, womit ein Unternehmen
für mich als Kunde steht oder fällt. Ich brauche schnelle Hilfe, wenn ich technisch nicht weiterkomme oder wenn ich irgendwo hänge. Und die bekommt man wirklich. Also fand ich bisher auch echt super. Und ja, würde auch sagen, das ist so euer Alleinstellungsmerkmal momentan in meinen Augen. Deswegen versuchen wir auch möglichst viel eigentlich auch Content hochzuladen. Also du kennst bestimmt unseren YouTube-Channel, unsere Facebook-Community. Und das wird ja alles auch mitgeschaffen, gerade aus dem Gedanken, dass Leute sich gegenseitig helfen, dass sie nicht irgendwie auf Antworten sogar warten, sondern sogar schon selber sagen können, okay, ich suche, ob es jetzt ein Video dazu gibt. Cool, es gibt ein Video dazu. Und vielleicht habe ich schon meine Lösung in 5 Minuten selber gewonnen. Ja. Und das ist natürlich auch das, was für uns wichtig ist, weil es geht darum, dass Leute sich wirklich einmal nicht so alleine und alleingelassen fühlen, dass man sich in ein Tool abgesignt hat, wo man denkt, okay, ich komme jetzt mit dem Menü nicht klar, was soll ich machen? Und es geht auch uns darum, Leuten möglichst schnell zu helfen, dass sie starten, weil am Ende ist es ja so, dass wenn du eine gewisse Zeit lang einfach nicht startest, weil du dich lost fühlst, dann glaube ich, sammeln sich so viele negative Emotionen dem gegenüber auf diesem eigenen Business, dass man dann auch irgendwie nicht mehr so motiviert ist. Total, ist so. Ist wie mit einem Online-Kurs, den kauft man dann manchmal und wenn er dann in der Schublade eine Weile liegt, dann kann man es auch gleich sein lassen. Meistens holt man den nicht mehr vor. jetzt bin ich Nutzerin. Ich möchte Elopage vielleicht kaufen, nutzen, um mein erstes Produkt zu verkaufen, sei es jetzt ein Event, ein Coaching, ein Online-Kurs. Was brauche ich denn, um überhaupt Elopage als Plattform nutzen zu können? Also was muss ich da bei meinem Account hinterlegen, anlegen, verifizieren? Vielleicht kannst du uns da einmal so... ja, klar, natürlich, gerne. Also hier, wenn es dich nicht stört, würde ich ganz schnell in meine Präsentation springen, einfach weil ich da schon die Verlinkungen habe. Und dann kann man so für sich auch noch einmal sehen, wie das aussieht. Super. Immer besser, als nur drüber zu reden. Perfekt. Dann würde ich sogar noch mal gerne dazu zurückkommen, was eigentlich Elopage ist, weil ich habe mich so sehr auf das auf den Support bezogen, weil ich glaube, es musste wirklich mal ein Video geben, wo wir auch einmal sagen, danke Leute, weil wir bekommen die ganze Zeit das gute Feedback für euch. Und ja, Wertschätzung, ganz wichtig. Genau, und jetzt kommen wir auch schon zu dem Part, was brauchst du eigentlich, um bei Elopage zu starten? Also ganz ehrlich, um dich anzumelden, wirklich einfach nur ein Konto zu eröffnen, brauchst du nicht viel. Ich habe selber ein Testkonto bei Elopage, was ich an sich niemals wirklich verifizieren habe lassen. Ich habe mich einfach angemeldet, um auch natürlich als Mitarbeiter damit rumzuspielen, um zu sehen, was man da für Möglichkeiten hat. Wie ihr schön seht, hier Profil legitimieren, Unterlagen, das ist die Vorderseite, Rückseite deines Ausweises, Wohnsitznachweis, Nachweis der Steuernummer, Nachweis des Unternehmens. Und bei dem Zahlungskonto-Legitimierung, da gehe ich sogar sofort auf unser Support zu, weil hier werdet ihr noch einmal sehen, dass natürlich Sachen auch sich ein bisschen von der Rechts-, also was von eurer Rechtsform unterscheiden. Und solange ihr auch bei diesem Artikel geht, und das ist nochmal der Bereich, den ich auch wirklich sehr, sehr liebe, das ist sozusagen ein komplettes Handbook, was Elopage zur Verfügung stellt mit komplett allen Infos zu unserer Plattform, mit kurzen Tutorials, Einleitungen, wo man klickt, was man klickt. Und wie ihr seht, Übersicht über dieses Dokument. Und hier wird nochmal, natürlich könnt ihr reingehen, sagen wir mal, natürlich über so einen Freelancer, man kann reingehen, den Link öffnen und einmal gucken, was man für Unterlagen eintragen soll bei sich im Account, genauso wie für alle anderen Rechtsformen, die es gibt. Mhm. Natürlich sollte jetzt etwas ganz Außergewöhnliches da sein und ihr wisst nicht, wo genau ihr hier reinpasst. Auch hier wieder mal ist unser Support da. Ihr könnt gerne ein Ticket aufmachen, gerne Leute anschreiben und sagen, so sieht meine Rechtsform aus und ich finde mich jetzt nicht unbedingt in dieser Beschreibung wieder. Und natürlich helfen die Leute immer gerne. Solange es möglich ist, finden wir immer eine Lösung. Und genau, da ich davor so schon ein bisschen abgeschweift bin und so stark auf unseren Support gegangen bin, wollte ich nochmal wirklich sagen, was an sich Elopage ist. Vielleicht wissen wirklich nicht alle, was das ist. Und ich erkläre einfach ein paar kurzen Slides, was eigentlich Elopage an sich von Funktionalitäten her bietet. Und das wäre einmal, dass wir die Möglichkeit haben, eure Produkte mit uns zu erstellen, hochzuladen. Also klar, Video, da braucht ihr ein
Videoplattform oder ein Videotool, womit ihr es schneidet, womit ihr es bearbeitet. Aber ihr könnt es gerne bei uns hosten, ihr könnt es durch uns verkaufen. Also wir bieten auch sofort alle möglichen Zahlungsanbieter mit an. Und natürlich könnt ihr eure Geschäfte mit uns automatisieren, weil am Ende muss man ja auch sagen, das digitale Business, das ist dafür da, um automatisiert zu werden, weil mit einem Geld funktioniert nicht immer dauerhaft gut. Zeit gegen Geld allein funktioniert halt auf Dauer nicht so wirklich gut, zumindest nicht für das Stresslevel. Das ist halt wirklich, also ich muss sagen, ja, im digitalen Business ist halt wirklich ein anderes Level und auch ein anderes Level, was man an Partnern, an Leuten mitnimmt, als nochmal im Offline-Business, weil ich denke, gerade durch dieses Online-Business sind ja Messenger, E-Mails, es sind Anfragen, wir sind immer erreichbar und solange wir das irgendwie von uns, ich würde nicht sagen wegstoßen können, aber minimieren können, so dass wir wirklich für die wichtigen Sachen da sind, muss man das auf jeden Fall nutzen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure E-Mails zu automatisieren, die Dankes-E-Mail, wie cool, dass du diesen Kurs geschafft hast, E-Mail, macht es und konzentriert euch dann wirklich auf eure One-to-One-Gespräche mit den Leuten, weil es wird auf Dauer zu viel, wenn ihr die ganze Zeit, sag ich mal, alles händisch, Punkt bei Punkt und wie man das so schön kennt, irgendwie mit To-Do-List und ein Häkchen dran, es wird schwer. Und da ist es am besten wirklich zu sagen, okay, was ich bereit bin auch abzugeben mit gutem Gewissen. Und da würde ich sagen, es ist immer der Rechnungsautomatisierungsprozess. Total. Mit Danke und alles cool. Buchhaltung, das war tatsächlich für mich das Killerkriterium, warum ich gesagt habe, ich mache definitiv nicht, also am Anfang müsst ihr euch entscheiden, um das vielleicht nochmal kurz zu erklären, ob ihr in eigenem Namen verkaufen wollt oder ob ihr als Reseller verkaufen wollt. Das heißt, wenn ihr in eigenem Namen verkaufen würdet, dann seid ihr eben verantwortlich für Rechnungen, Rechnungsstellung, also die typischen buchhalterischen Themen und im Reseller-Modell übernimmt das Elopage. Das heißt, ihr habt halt nichts mit den einzelnen Rechnungen eurer Verkäufer zu tun. Ihr bekommt, könnt ihr glaube ich selber wählen, ein oder zweimal im Monat von Elopage nur eine Abrechnung und seid da einfach raus aus diesem, ich muss ein Angebot erstellen und dann nochmal diskutieren. Die Kunden drücken im besten Fall den Kaufen-Button, weil ihr es gut erklärt habt. Das heißt, diese ganze Angebotsphase fällt raus. Und die bekommen automatisch die Rechnung von Elopage. Ihr müsst da nichts manuell anstoßen. Ja, also ich bin sofort auf das Reseller-Modell und das ist in meinen Augen auch wert. Also ich habe es mal gegengerechnet, wie viele To-Dos mir wegfallen. vielleicht um ganz kurz auszuholen. Also wir kamen ja auch aufeinander, weil ich für das Skipreneur-Bundle gerade einen Online-Kurs über Elopage erstelle und ich eben euch so ein bisschen auch um Hilfe gebeten habe, damit ich das auch korrekt mache und da nichts falsch erkläre. Und da ging es eben auch oder ganz am Anfang um diese Überlegung, was ist dieses Zeit-gegen-Geld-Thema? Und ich habe dann mal versucht für mich zu überlegen, was mir jetzt weggefallen ist, eben so Dinge wie Angebot erstellen, nochmal drüber reden, diskutieren, wieder wochenlang warten, bis es jemand zusagt. Das fällt alles weg, die ganze Zeit fällt weg und dann eben der Mensch bucht, der Mensch bezahlt und ich habe damit halt nichts mehr zu tun. Und diese Erlösung, gar nicht, weil ich nicht gern mit den Kunden reden möchte, sondern weil wirklich so viele Unterbrechungen in meinem Alltag dadurch passieren, dass ich die Prozente, die ihr dafür als Gebühr nehmt, wirklich gern bezahlen. Aber muss natürlich jeder entscheiden. Es gibt ja beide Möglichkeiten. Also ich sage immer so für mich persönlich, wenn du in digitales Business, also ich muss sagen, das hat mal ein sehr, sehr smarter Mensch gesagt, von dem ich auch einiges gelernt habe. Und er hat gesagt, wenn du ins digitale Business einsteigst, brauchst du immer eins von beiden. Zeit oder Geld oder halt beides natürlich am besten. Und hier muss ich sagen, so klar, man muss verstehen, nicht jeder steigt sofort mit einem Vermögen in ein Business. Das sind meistens, es ist wirklich irgendwo ein Herzenswunsch, den man lange gepflegt hat. Und genau, also wir bieten halt wirklich möglichst viel, dass ihr in dem einen oder in dem anderen sparen könnt. Also das ist immer noch eure Entscheidung. Und ich fand gerade, also auf jeden Fall vielen Dank für dein Beispiel, Nadine, das war richtig gut. Das ist auch, ich würde mich freuen insgesamt, wenn du immer wieder einspringst, weil ich finde es immer natürlich cool, wirklich die User Cases zu hören, wie man selber vielleicht auf Elopage gekommen ist und wovon man sich hat überzeugen lassen, weil man muss ja auch sagen, jeder hat nochmal da so seinen eigenen Touchpoint, wo er sagt, okay, das hat mich dann wirklich am Ende überzeugt. Also wenn ich die Punkte nennen müsste, wäre es bei mir tatsächlich der Support. Und die Buchhaltungsthematik, dass die weg ist von mir. Gemacht, dass ich wirklich schon ganz am Anfang unseren Support erwähnt habe, muss auch mal sein.
Und genau, ich habe hier noch eine Slide mitgebracht. Das ist der Allo-Page-Effekt, wo wir gerade sagen, dadurch, dass ihr all diese Prozesse in einer Plattform habt, könnt ihr auch möglichst schnell live gehen. Wir haben dafür über die Legitimierung eurer Accounts gesprochen. Die Legitimierung der Accounts, sagen wir mal mit Bank, mit auf eurer Bankverifizierung etc., wird vielleicht 1 bis 2 Tage dauern. Mhm. In diesen 1 und 2 Tagen heißt nicht, dass ihr komplett machtlos seid, weil was ich hier gerne nochmal zeigen würde, wäre auch eigentlich... Man kann parallel weiterarbeiten, ne? Man kann trotzdem anfangen, Dinge zu erstellen. Genau. Auch wenn es noch nicht passiert ist. Ja. Daraus, wo ich will. Einen Moment, ich versuche da die richtige Slide zu finden, weil irgendwie möchte er mir das nicht. Alles gut. Genau, jetzt, perfekt. Genau, weil ich hatte auch was natürlich auch vorbereitet und wie ich meinte hier, wir sehen meinen Account. Also ich sehe es nicht, muss nochmal nee, auf dem Teil. Okay, dann nochmal. Teil. Ja, jetzt kommt was. Okay, ja. Cool. Dankeschön. Und da, genau, das ist mein Anbieter-Account, von dem ich auch erzählt habe, dass ich den wirklich irgendwann in den ersten Tagen erschafft habe, als ich unsere Pro-Challenge gesehen habe. Und ich muss sagen, hier ist schon längst kein Guthaben, keine Testphase, gar nichts drin. Er wurde von mir niemals verifiziert. Und zu unserem Interview dachte ich, okay, ich klicke mich einfach nochmal rein, sozusagen alles nochmal refreshen, zu gucken, wie weit ich eigentlich auch mit dieser Version komme, weil wir haben eigentlich einen schönen Demo-Account, den wir auch immer benutzen und wo auch immer alles erstellt wird. Aber hier muss ich sagen, war das wirklich so inneres Interesse auch von mir, von meinerseits. Und ich habe jetzt zum Beispiel mit dieser Version, das ist, wie ich meinte, essential, nichts dazu gebucht, nicht mal verifiziert. Mhm. Deswegen ist auch alles geschlossen. Also eure Produkte online stellen und verkaufen könnt ihr wirklich, nachdem euer Profil legitimiert worden ist. Aber am Ende konnte ich schon mal etwas erstellen, wie ihr seht. Das war schon sozusagen meine kleine Landingpage, wo ich geschrieben habe, mein Kurs kostenlos erhalten. Natürlich, ich habe nicht mal einen Zahlungsplan hinterlegt. Es geht bei mir momentan nur kostenlos. Eine kurze Beschreibung zu meinem Kurs reingehauen haben. Hier noch mein Insights-Verzeichnis. Und wenn wir draufgehen, genau, dann kann man schon sehen, dass ich dann theoretisch halt meinen kostenlosen Kurs downloaden, erhalten könnte, mich dafür anmelden könnte. Und hier fand ich halt persönlich den Use Case interessant, wo nochmal diese Ansicht wirklich dafür benutzt worden ist, dass man seine eigenen Calendly-Links hinterlegt hat für bestimmte Coachings. Also wenn wir jetzt von meinem Kurs ausgehen, sagen wir mal, hier würde der Link für das Video erstellen, Coaching sein, hier würde der Link für die Seite erstellen sein und man könnte sich bei mir einen Termin buchen oder ein Coaching und ich könnte das dann one-to-one zeigen. Ja. Aber mit so einer kleinen Übersicht könnt ihr das auch schön schaffen. Wie ich meine, ihr könnt schon die erste Seite und klar, es heißt Produktseite, aber sagen wir mal, wenn ihr die schöner gestaltet, ist es auch schon eure Landingpage. Ja. Also man muss jetzt nicht so man muss nicht sich darauf fokussieren, ich brauche unbedingt jetzt eine Seite mit WordPress oder irgendwie all den anderen Tools. Ich bin immer so, es gibt wieder mal verschiedene Charaktere. Ich bin da immer für den schnellen Start, weil ich sage, so wer schon einmal anfängt, so okay, ich gucke mir das an, ich gucke mir das an, ich gucke mir das an, man verzögert einfach seinen Start. Und es gibt Leute, die das wirklich durchziehen können. Es gibt Leute wie mich, die sich darin verlieren und dann die ganze Zeit rumgucken und dann irgendwie doch keinen Bock mehr haben, weil alles nicht so cool ist. Das war auch der Grund, wie gesagt, warum ich bei euch hängen geblieben bin. Ich kann ja technisch alles selbst lösen. Wir machen WordPress-Seiten, wir machen Wix-Seiten, aber, ja, Wix-Seiten, mein Lieblingswort. Aber es ist einfach, ich verliere mich. Bei mir selber verliere ich mich im Detail. Dann fummel ich jeden Pixel nochmal anders und dann muss hier noch was animiert werden. Und ich habe wirklich, um mich selber auszubremsen, gesagt, ich source das aus. Ich brauche eine Grundlage, einen Rahmen, damit ich nicht immer rechts und links raushüpfe und mich verliere. Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt noch keine Legitimation habe, also wenn ich jetzt noch nicht meine Gewerbeanmeldung oder was auch immer man alles braucht, hochgeladen habe, kann ich trotzdem schon was erstellen. Genau. Und das, solange es kostenlos ist, theoretisch auch verkaufen. Genau, also theoretisch könntest du damit schon mal langsam sozusagen in den Markt ansteigen und insgesamt muss ja das erste Produkt, mit dem du in den Markt einsteigst, nicht wirklich schon
ein bestimmte Kosten haben. Ja. Also wir raten da immer zu einem Freebie, zu einem kleinen sozusagen Häppchen, was man rausgibt von sich selber, und man soll dann nicht denken, man verkauft sich unter Wert. Nein, das ist eine Vorstellung. Man stellt sich einfach vor. Und heutzutage müssen wir ja verstehen, dass solange wir in einem Offline-Geschäft die Möglichkeit haben, die Person face-to-face zu sehen, mit der wir reden wollen oder bei der wir einkaufen werden, die Sachen einmal anzufassen, anzuprobieren, haben wir das in dem digitalen Geschäft nicht. Ja. Und man schaut sich ein Video an und dann ist man vielleicht unsicher. Okay, ich habe gemischte Gefühle, scheint interessant zu sein, aber die Person kenne ich irgendwie nicht, und dann bucht man schon etwas. Ja, ja. Habt keine Angst. Erstellt, sogar wenn es irgendwie, sage ich mal, eine süße Präsentation ist von dem, was ihr schon geleistet habt, was ihr macht, mit ein paar Häppchen, wo ihr sagt, zu dem Start, für den richtigen Mindset oder zu dem richtigen Start brauchst du das, das und das. Und solange du weitergehst, wende dich an mich und ich helfe dir. Gebt ihr schon die Möglichkeit, der Person einfach so diesen Start zu haben, euch kennenzulernen und auch zu verstehen, seid ihr eigentlich auch der richtige Ansprechpartner? Man muss nicht vergessen, jeder Mensch ist individuell, jeder hat seinen eigenen Stil. Und wenn ein Kunde jetzt nicht mit euch zusammenfindet, heißt es nicht, dass euer Produkt nicht stimmt. Es heißt einfach, okay, der Kunde braucht einfach eine andere Ansprache. Er ist dann vielleicht wirklich bei jemand anderen besser aufgehoben und sucht wirklich nach eurer Zielgruppe, versteht, wer eure Leute seid. Ich habe zum Beispiel vor kurzem gesehen, das fand ich auch eine schöne Lösung. Du sagtest gerade schon, man könnte es ja zum Beispiel schon mal fürs Freebie benutzen. Mhm. Aber die Johanna Fritz hat vor kurzem eine Challenge da drin gemacht, was ja auch total smart ist. Ne? Bisher hat man ja immer die E-Mails bekommen, dann hat man jeden Tag eine E-Mail mit einem Video drin, ging aber dann meistens trotzdem noch auf irgendwelche anderen Plattformen, oder es war noch ein PDF drin, also man ist doch ein bisschen mehr gesprungen, und sie hat einfach die Challenge über, weiß ich nicht, 9 Tage, glaube ich, waren es, wie ein kostenloser Kurs angelegt, und da fühle ich mich als Nutzerin dann irgendwie halt auch zu Hause, weil da alles dann auch ist, und ich habe einfach nur mein Login und hole mir dann immer wieder die Infos oder gucke mir die Aufzeichnung an und muss eben nicht in den E-Mails gucken, ach Mensch, gab es da eine Aufzeichnung? Fand ich richtig, richtig smart, habe ich davor jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht, fürs Freebie ja, aber noch nicht für eine Challenge, aber das ist auch ein ganz, ganz schöner Einstieg. Weißt du auswendig, was man denn alles generell braucht an Legitimationsunterlagen? Sind natürlich unterschiedlich, je nachdem, ob ich eben GmbH und so weiter bin, aber brauche ich außer diesen formalen Unterlagen irgendwas Persönliches von mir, was mit hoch muss? Personalausweis? Genau, also genau, das war Personalausweis, Rücken, Vorderseite, und also wie ich meine, ich kann dir auch gerne nochmal absolut alles zuschicken. Wir können das, ich kann das im Nachgang auch einfach nochmal die Kommentare machen, dann hängt es drin, das ist, glaube ich, übersichtlicher. Mhm. Was aber, denke ich mal, für die meisten spannend wäre, weil die Frage natürlich bei mir mit den Webseiten der Dauerbrenner ist, ist die DSGVO, also die Datenschutzthematik in jeglichem Sinne, gerade wo ich jetzt zu dir auch sage, ich gebe dir meinen Personalausweis, damit ich legitimiert werde, dann fängt es da ja schon an. Vielleicht kannst du dazu irgendwie ein paar Worte sagen. Ihr seid auf jeden Fall aus Berlin. Das ist schon mal gut. Natürlich gerne, auf jeden Fall, weil das ist, also ich muss auch sagen, das ist auch eine Frage, mit der wir sehr oft dann sicher konfrontiert werden. Das ist super wichtig für sehr viele unserer User. Ich muss sagen, ich komme da aus einem anderen Feld. Ich war sehr international davor und deswegen war mir auch dieser Punkt niemals wirklich so klar, muss ich wirklich sagen. Schmerzhaft klar wahrscheinlich, nachdem du damit konfrontiert wurdest. Ich habe es gehasst. Also als ich bei EloPage angefangen habe, muss ich sagen, wie ich meinte, also ich habe nicht wirklich daran gedacht. Ich wusste, dieses Thema existiert, und ich meine, man liest davon Artikel irgendwo, man bekommt das irgendwie in Nachrichten zu hören, ja, Datenschutz, ja, cool. Ja. Mhm. Und als ich hier angefangen habe, ich wirklich von sehr vielen Usern diese Frage bekommen, und ich habe auch gemerkt, wie noch auf lokalen Märkten trotzdem so dieser Gedanke da ist, mit wem unterhalte ich mich eigentlich überhaupt? So, wer sind die? Total. Und hier kann ich sagen, Leute, macht euch absolut keine Sorgen. Wir sind wirklich echte Menschen. Wir sitzen in Berlin. Wir sind angemeldet hier in Deutschland. Also müssen wir uns komplett an dieselben Sachen halten wie ihr. Und das heißt, macht ihr euch keine Sorgen wegen Datenschutz oder so von unserer Seite. Also wir sind da alle auch, glaube ich, on one page, wie man so schön sagt. Wir sitzen alle im selben Boot, und an sich bieten wir auf unserer EloPage Academy an, sogar Informationen zum Datenschutz, die ihr einfach runterladen könnt und euch anschauen könnt. Und wir geben da euch bestimmte Vorlagen,
Also am Ende, wie ich meine, wir sind da mit euch im selben Boot, weil wir auch in Deutschland sitzen und wir müssen auch komplett datenschutzkonform arbeiten. Wie ist es denn, wenn ich jetzt als Nutzerin meinen Account angelegt habe? Habe ich theoretisch die Möglichkeit, rechtliche Dinge nochmal anzupassen? Sowas wie die Datenschutzerklärung, die ja abgeschlossen wird, wenn ein Verkauf irgendwo stattfindet und die Nutzerdaten hin und her fließen, oder wie es Impressum, wie funktioniert das? Ihr habt, glaube ich, einen Vorschlag drin. Aufgrund meiner Daten, die ich ja eingegeben habe, spuckt ihr quasi ein Impressum aus. Mhm. Und eine Datenschutzvereinbarung in irgendeiner Weise, was mache ich da wirklich nochmal manuell und was lasse ich einfach, weil ich weiß, es kommt von euch und es ist dann ordentlich? Also wie ich meine, ich kann dir leider da wirklich nicht so komplett in Details gehen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit Datenschutz, also ich habe meinen Account niemals wirklich so aufgesetzt, wie es sein sollte. Was ich da auf jeden Fall sagen kann, ist, wir haben da Vorlagen. Und wie ich meinte, in der Allopage Academy haben wir auch nochmal sozusagen eine Vorlage mit allen wichtigen Punkten, wo man sagt, wenn du selber was erstellst, achte darauf. Also wo wir nochmal wie so eine Art, nicht Tutorial, aber die wichtigen Sachen nochmal im Datenschutz erwähnen, die nicht bei dir auch fehlen sollten. Also damit, wenn du selber damit arbeiten möchtest oder selber etwas von deiner Seite aus verfasst, nicht etwas auslässt, was dann am Ende dir schaden könnte. Also da geben wir auch nochmal von uns aus sozusagen eine kleine Rechtlinie, weil das ist halt ein schweres Thema. Also ich muss sagen, insgesamt so Bürokratie etc., Legitimierung, das ist immer ein bisschen, wo ich glaube, jeder sich ein kleines bisschen, der das nicht gerade studiert hat, unsicher fühlt. Ja, und ja, total. Ich habe jetzt gerade parallel dem Philipp mal geschrieben, ob er uns vielleicht dazu nochmal den Link in den Chat nachher stellen kann. Weil das Thema ist ein Dauerbrenner, definitiv. Ich glaube, ich hatte dir davor mal einen Link von der Allopage Academy geschickt. Mhm. Da würde ich sogar raten, dass wir den Link benutzen, okay. Weil da wird diese Datenschutz, also worauf man im Datenschutz achten soll, mit dabei sein. Mhm. Aber da bin ich sicher, die anderen User auch ein paar andere Sachen finden, die für euch interessant sein können. Weil wir haben nochmal so ein kleines Tutorial, wie stelle ich einen Online-Kurs, also halt gerade wie was man beim Aufbau beachten soll, am Anfang, Mitte, Ende. Wir haben da auch nochmal unsere Pro-Challenge, wo in 11 Lektionen wirklich, ich glaube, Allopage sehr gut erklären wird. Jetzt nicht im Detail, aber mit diesen 11 Lektionen seid ihr auf jeden Fall in einer sehr, sehr, sehr guten Basic, um alle sehr schön aufsetzen zu können. Ja, super. Magst du uns vielleicht einfach mal so eine kleine Aufzählung geben, was ich denn alles über Allopage verkaufen kann? Das, was wir jetzt angeguckt haben, war ja so ein bisschen das Basic-Wissen, ein Freebie, wenn ich vielleicht auch noch nicht verifiziert bin, wenn einfach noch keine Zahlung laufen soll. Dann nach dem Freebie kommt vielleicht, das sagtest du auch noch, das Coaching, also vielleicht einen Termin, den ich quasi verkaufe und bei dem der Nutzer oder die Nutzerin dann danach von mir einen Link bekommt zur Terminbuchung. Was geht noch? Ich habe hier einmal sogar noch mal ganz kurz meine Lieblingsübersicht erstellt. Welche Produkte gibt es? Und das ist eigentlich genau so, wie ihr das in eurem Dashboard sehen werdet, solange ihr euch einloggt und ein Produkt erstellen wollt. Und ich würde sagen, wir können das ja auch in dem Sinne machen. Ich poste gerade mal noch den Link, den hat der Philipp mir gerade gegeben. Genau, und dafür würde ich dann nochmal in unseren schöneren Account gehen, den Andreas Wagner Account. Ich teile meinen Bildschirm richtig, ja. Ja, man sieht's. Und genau, so würde dann am Ende euer Dashboard einsehen. Hier würdet ihr die Klicks sehen, was verkauft worden ist. Analysebereich, hier habt nochmal den Hilfebereich. Auf jeden Fall, Leute, YouTube-Kanal müsst ihr euch anschauen. Mhm. Ich finde die Videos da super cool und besonders spannend finde ich die Videos mit unseren anderen Verkäufern. Ja. Wir hatten ein Video mit Katie Usinus, wir hatten ein Video mit Aid Baker und ich finde das immer noch mal spannend, einfach zuzuhören, wie andere Leute gestartet haben, welche Schwierigkeiten sie am Anfang haben, welche Lösungen die für sich gefunden haben. Auf jeden Fall einmal draufgehen und einfach angucken, weil bringt mich selber sogar immer wieder auf neue Gedanken und öffnet Welten. Genau, und hier sehen wir genau diese Übersicht, die ich davor gezeigt habe. Und hier sehen wir schon digitales Produkt, Download-Produkt, Online-Kurs haben wir gerade reingecodet, könnt ihr auch
anderweitig verwenden. E-Tickets, Geschenkgutscheine, Zertifikate, Codeschlüssel, Bundle und Membership. Ich gehe auch ganz kurz auf alle ein, damit wirklich verständlich wird, worum wir hier reden. Ein Download-Produkt, was kann es sein? Es kann zum Beispiel ein E-Book sein. Wir haben Leute, die über uns Software verkaufen. Wir haben, es können Videos sein, die ihr zum Download am Ende anbietet oder Audiodateien. Also sprich, das ist ein Produkt, worauf der User Zugriff kann und was er sich ziehen kann. Also ihr gebt ihm das frei. Also in dem Sinne, dass er das auch wirklich runterlädt und bei sich auf dem PC behält. Das ist ja nochmal. Bei im Membership-Bereichen sind wir ja schon in dem Bereich, wo ihr sozusagen etwas erstellt und ihr dann wirklich dieses Art Abonnement verkauft, wo der User immer wieder rein kann, immer wieder gucken kann, was ihr dort hinterlegt habt. Dort kann natürlich von euren Online-Kursen alles Mögliche sein. Dasselbe passiert mit Bundles, aber Bundles ist eine einmalige Zahlung. Also sprich, ihr sagt, ich habe 3-4 Produkte, die habe ich davor immer separat verkauft. Aber jetzt habe ich einen coolen Gedanken bekommen. Ich möchte die alle in ein schönes Package umformen, weil die alle thematisch sehr gut aufeinander passen. Ja. Und dann verkaufe ich das als Package. Und das wäre dann so ein Bundle. Diese könnt ihr immer halt neu erstellen mit euren Produkten. Ihr könnt natürlich Preise mit den Preisen rumspielen, alles, was ihr da wollt. Zertifikate, was ich an sich auch sehr interessant finde, weil wir haben zum Beispiel Leute, die andere ausbilden, also sagen wir mal Yoga-Lehrer, die andere Lehrer ausbilden, und das ist dann halt so eine Funktion, die Sinn macht. Vor kurzem habe ich auch einen Case gehabt, den ich absolut spannend fand. Das war eine Nachhilfelehrerin, die dann wirklich unsere Online-Kurse und unsere digitalen Produkte für Nachhilfe verkauft hat, also als Nachhilfeprodukte. Ja. Und ich muss sagen, für mich war der Käse spannend. Klar, man hört immer etwas Neues, aber das war wirklich dann in dieser ganzen Zeit so der erste Case, den ich gehört habe, wo ich auch selber niemals dran gedacht habe, das ist gerade die Kategorie von Leuten, die EloPage nutzen können. Ja, natürlich. Und, ja, und wenn man so im Call ist, und da habe ich gefragt, ja, und was machst du so? Und ich meine so, ja, ich bin Nachhilfelehrerin und eigentlich verkaufe ich auch meine Nachhilfe durch euch, weil ich kann das in Kurse abbilden, ich habe meine Aufgabensheets, die ich hochlade. Und als ich mir das Tool dann so wirklich angeguckt habe, dachte ich, klar, womit kann man, also ja, wieso nicht eine Klasse damit machen? Wollte das ich passt sagen, ja. Akquiriert mal lieber die Lehrer. Das wäre nicht schlecht momentan. Aber ja, wie ich meine, sie hat uns da, also unsere User öffnen uns auf jeden Fall auch nochmal die Augen. Und ja, da wirklich die Augen nochmal geöffnet, weil, wie ich meinte, für mich persönlich der Case, klar, man weiß, dass es gibt. Und ich glaube, ich selber schon bin so stark in dieses Schulbankdrücken gewohnt. Und ich kenne das, dass man gar nicht das so wirklich dieses Schule auf so ein Konzept überträgt. Nee, genau. Und ich fand das wirklich genial in dem Moment, wie man das übertragen hat und dann wirklich auch seine halt Art Zertifikate vergeben hat, weil Schüler weitergekommen sind. Das ist cool. Also, ja, das ist echt cool. So hätte mir Nachhilfe auch mehr Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und ja, also das alles könnt ihr auf jeden Fall mit EloPage erstellen, digitales Produkt. Das ist so alternativ, aber weil es auch ein bisschen alternativ ist, ihr könnt da wirklich selber entscheiden, was ihr hinterlegt. Am Ende kann es wirklich dann auch ein Code oder ein Schlüssel sein oder eine PDF, die als Geschenkgutschein dient. Und beim digitalen Produkt ist einfach interessant, weil das gerade so alternativ ist und ihr noch ein bisschen damit rumspielen könnt und selber definieren könnt, was genau eigentlich dieses Produkt sein soll. Soll es vielleicht ein Einstiegsfreebie sein? Soll es vielleicht, hier definiert ihr auch komplett die Auslieferungs-E-Mail. Also es kann auch sein, dass in der E-Mail einfach nur ein Link ausgeliefert wird oder wieder mal etwas anderes. Also gutes Beispiel war da das, was wir im letzten Mal auch gesagt haben mit dem Coaching, dass man wirklich sagt, man möchte einen Coaching-Termin verkaufen. Jemand bucht diesen Termin über euch, bezahlt, weiß ich nicht, 150 Euro dafür und bekommt dann eben in der Automail, in der Danke, in der Bestell-E-Mail wiederum den Link zu meinem Kalender, bei dem man sich dann den Termin entsprechend aussuchen und direkt buchen kann. Also so, dass ich physisch nicht da sein muss, mich keiner anrufen muss oder mir niemand eine Mail schickt, sondern ich mit meiner Bestellbestätigung den Hinweis bekomme, super, danke für den Kauf und jetzt such dir noch deinen Wunschtermin aus und dann hören oder sehen wir uns zum Wunschtermin. Also dafür nimmt man eben auch dieses digitale Produkt und da braucht es eben auch inhaltlich nicht mehr als das, was du uns vorhin gezeigt hast. Einfach nur kurz vielleicht ein Bild von euch, nochmal kurz beschrieben, worum geht's in dem Coaching,
Der Button geht dann zur Kasse, da wird dann entsprechend bezahlt und das war's. Also der Aufbau ist an sich immer sehr rudimentär, sehr intuitiv. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass wir allein von der Zeit in die Tiefe gehen und den Ablauf euch zeigen müssen. Es ist wirklich so, wie vorhin an dem Beispiel gezeigt. Das sind einfach einzelne Bausteine, die kann man per Drag and Drop entsprechend reinziehen und ihr stückelt euch eure Landing Pages oder eure Sales Pages so zusammen, wie ihr das eben braucht und wie viel Infos ihr reingeben wollt. Wenn eure Kunden euch gut kennen, dann steht da nur, kauf mich. Und das reicht dann, weil ich bin schon vorher überzeugt worden, das ist auch völlig in Ordnung. Was vielleicht noch sehr spannend wäre, Alina, wäre, was zahle ich denn für euch? Was zahle ich an euch? Was zahle ich Grundgebühr? Was zahle ich Provision oder Gebühr für den Verkauf? Und so ein paar Beispiele vielleicht, was realistisch ist. Gerne. Ich mache einmal auch hier die Slide mit den Preisen auf, dann seht ihr alles auf einmal. Und hier sollt ihr, glaube ich, was ich besonders Leuten, die gerade am Starten sind, immer sehr gerne mitgebe. Wir haben einen Essential-Plan, das heißt, ihr könnt wirklich mit uns for free starten. Ich habe da ja davor mehrmals erwähnt, dass das, was ich gestellt habe, diese Übersicht und diese Landingpage, ist, ich in unserem kostenfreien Plan erstellt habe, also in dem Essential. Und dieser Plan, der kostet euch gar nichts. Also das heißt, ihr seid da mit den Transaktionsgebühren dabei. Mhm. Ja, also es sind 3, Nadine, kannst du mir jetzt sagen? Ich glaube 3,5 genau, oder 7,5. Also vielleicht, dass man unterscheiden muss zwischen, das hier ist der Plan, das sind quasi meine monatlichen Grundgebühren, die ich habe. Da bin ich auch immer noch auf dem Essential-Plan. Und das, was Alina gerade meint, ist dann... sind dann wirklich die Provisionen, die ich für jeden Verkauf bezahle. Und das sind, ich glaube, 3,5 und 7,5. Je nachdem, ob ich im eigenen Namen verkaufe. Genau, im Reseller ist es mehr, im eigenen Namen ist es noch mal ein bisschen weniger, genau. Genau, ich finde super cool, dass du auch selber gesagt hast, dass du gerade im Essential bist, weil damit zeigst du eigentlich, dass da auf jeden Fall ein Start möglich ist, ohne sich sofort für einen Plan entscheiden zu müssen. Wir haben auch jede Menge Apps, also das heißt, ihr könnt euch den Essential Plan buchen, dann die Customization App und schon könnt ihr eure Landing Pages individualisieren. Und hier würde ich ganz gerne zeigen, was ich eigentlich damit meine, weil klar, man hat jetzt meine wundervolle Landing Page gesehen, wo eben ganz kurz Text und Foto ist. Aber am Ende, das kann man wirklich als Landing Page mit Allo Pages stellen. Und das haben auch unsere Mitarbeiter gemacht. Es ging darum, auch einfach ein Beispiel zu geben und euch zu zeigen, dass es dieses Baukastensystem, was man ineinander pflegt, Bilder hochlädt. Und schon könnt ihr das natürlich als, wie ihr seht, wurde das noch mit als Shopseite eingebunden. Aber ihr könnt es problemlos als eure Landingpage auch mit weiter benutzen. Ja, es ist wirklich individualisierbar, so wie es einem gefällt. Und jeder hat einen anderen Anspruch. Manche legen nicht so viel Wert auf das Branding-Thema. Und die haben dann eben die Möglichkeit, weiter in diesem 0-Euro-Monatsplan zu bleiben und sich dann eben nichts dazu zu buchen. Ich wiederum lege total viel Wert drauf. Ich glaube sogar, das ist mit die teuerste App mit 39 Euro, die Customization-App, dass du eben sehr individuell deine Farbenschriften, alles Mögliche nutzen und hochladen kannst. Die meisten Apps kosten 1 Euro oder 3 Euro im Monat. Die anderen sind wirklich im Einigen. Genau, also wenn ihr E-Mail-Marketing integrieren wollt, kostet das 1 Euro im Monat. Dann könnt ihr das verknüpfen, zum Beispiel mit Mailchimp oder mit... Active Campaign. Ah. Und da sucht man sich eben nur diese Bausteine aus, die man auch wirklich für sich braucht und bleibt aber sonst bei diesem Essential oder eben Advanced Plan. Ich habe aus Spaß an der Freude letzte Woche mal gewechselt, weil ich dachte, mittlerweile habe ich so viele Apps, ich müsste eigentlich billiger sein, wenn ich diese 49 Euro Grundgebühr nehme. Mhm. War ich nicht. Bin wieder zurück. Okay. Und habe meine Apps wieder dazu geholt. Aber darum geht es uns hier auch, weil wir sagen, klar, wir empfehlen für alle, die Online-Kurse stellen wollen, halt den Pro-Plan an sich, weil da dieses Videovolumen da ist und gerade weil ihr da die Customization habt. An sich sagen wir aber, entscheidet euch selber, guckt einfach, was euer Produkt ist, wie weit ihr damit gehen wollt, experimentiert. Alles ist täglich kündbar. Also dann müsst ihr auch keine Angst haben, dass irgendeine Verbindlichkeit angeht. Alles ist täglich kündbar. Ihr könnt euch eure Apps zusammenbuchen. Ihr könnt euch, jetzt wie Nadine das sogar selber gesagt hat, sie hat eigentlich für ihr Produkt ihren perfekten Plan erstellt, mit dem sie super gut klarkommt und sagt, und von Kosten her so bieten wir sogar nichts an, was da, sage ich mal, im Planmäßigen tiefer wäre.
Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hier geht es nicht darum, dass ihr wirklich in ein Modell gedrängt wird oder irgendetwas buchen müsst. Es geht darum, dass ihr wirklich euch entscheiden könnt, was euer Produkt ist, was wollt ihr damit machen und dann sagt, okay, ich erleichte mir das Leben, weil ich einfach einen Plan buche, ich möchte mich mit den Apps nicht beschäftigen. Oder ihr sagt, okay, ich möchte mich mit den Apps beschäftigen, weil vielleicht bin ich dann sogar besser raus als mit einem Plan. Also ich fand's für mich ist es besser so rum. Und das ist das, was ich immer sehr zu schätzen weiß, wenn ich einfach so schnell wechseln kann und einfach mal gucken kann, was passt jetzt oder was ist vielleicht doch billiger. Weil ich habe dann nämlich nicht die Geduld, einen Tag auf die Antwort vom Support zu warten, sondern ich probiere es dann einfach aus. Wohl wissen, dass auch mal was schief gehen könnte. Aber danach wusste ich, ich bin mit dem Essential noch besser dran. Genau, das heißt, ich habe eine monatliche Grundgebühr oder eben auch nicht, die sich durch die Apps ergibt, wenn ich die dazu buche und zahle dann eben nochmal für jeden Verkauf, den ich über euch tätige, diese Provision von 3,5% oder 7,5% on top. Und das war's. Da gibt's jetzt sonst nichts. Doch, PayPal, je nachdem, ne, ob ich bei anderen über andere Zahlungsdienstleister, glaube ich, verkaufe, zahle ich, glaube ich, auch nochmal eine Gebühr dafür. Aber ich weiß nicht, ob das bei beiden Modellen ist, beim Reseller und beim eigenen Namen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du dir diese halt, sage ich mal, Zahlpläne irgendwo mitstellst. Natürlich sind die schon in bestimmten Plänen mit drin. Ansonsten auch beim Essential müsstest du einen dazu buchen. Aber auch hier sind die Kosten relativ gering und du schaltest dich eigentlich so gut wie für alle gängigen Zahlmethoden frei. Also was ich denke auch nochmal für Leute gerade in Deutschland oder im Dachraum interessant ist, weil soweit ich mitbekomme, ist die Hemmschwelle halt wirklich, solange die nötige Zahlungsart nicht da ist, in diesem Raum noch relativ groß. Also solange man da die gängigen Mittel anbietet, ist man auf jeden Fall damit safe, weil ich glaube, so der Dachraum ist immer noch sehr, sehr vorsichtig, einfach mit Kauf über irgendwelche Grenzen. Ja, gerade die Schweiz, die ist wirklich sehr kompliziert. Also ich kenne es noch aus meiner Zeit von Esprit. Ach, da kriegst du in der Logistik massive Schnappatmung, wenn es darum geht, was da alles markiert, genannt und angehakt werden muss. Da verliert man wirklich oft die Lust an diesem Land für die Kooperation. Und das macht so schwer, wenn du dich selber darum kümmern musst. Ich finde es so praktisch, dass ich da halt nichts mit zu tun habe, weil für uns im Online-Bereich ist Österreich und Schweiz super spannend. Die Leute sprechen unsere Sprache, digital sind wir eh alle gemeinsam unterwegs und das sollte nicht die Hürde sein. Also für mich war das tatsächlich auch mit ein Thema, weil ich eben nicht nur den deutschen Markt bedienen möchte. Und hier komme ich sogar nochmal zu dem Allopage-Effekt. Leute, stellt ihr vor, ich würde die Plattform, jede Zahlungsanbieter, jede Plattform nochmal irgendwie einzeln abklopfen oder euch irgendwelche Lösungen suchen. Diese Lösungen wieder mal würdet ihr versuchen, mit eurer Webpage irgendwie in Verbindung zu bringen und das alles auf einen Nenner zu bringen. Und das ist auch der Moment, wo wir sagen, macht dir vielleicht das Leben leicht, starte in 2-3 Tagen und nicht in 2-3 Monaten, weil du die ganze Zeit Tools miteinander verknüpfst und weil du die ganze Zeit Kopfschmerzen hast, was ist eigentlich das richtige Tool für mich und was soll ich nutzen? Total. Also wie gesagt, wäre ich nicht überzeugt von euch, würde ich so eine Veranstaltung auch nicht haben wollen, weil ich kein Fan von plumper Werbung bin. Ich kriege auch nichts dafür. Wir machen das jetzt tatsächlich einfach mal so. Wir haben aber zum Ende hin uns ein Goodie überlegt, was ganz schön wäre, weil ich hatte es ja zu Anfangs gesagt, ich erstelle für das Schiebpreneur-Bundle gerade einen Elo-Page-Kurs und habe eben da auch bei euch nachgehakt, ob es nicht gehen würde, dass man den Kundinnen dort aus dem Kurs heraus ein Startguthaben vielleicht zur Verfügung stellt und habe dich jetzt vorhin ganz dreist gefragt, ob wir das nicht einfach hier auch mit vorschlagen oder anbieten wollen. Das heißt, wenn ihr einen Account anlegt über einen Link, den wir euch gleich teilen, dann gibt es 100 Euro Startguthaben. Also wenn ihr noch keinen Account habt, dann bekommt ihr per E-Mail einen Code, könnt den Code dann dort in euren Account eintragen und habt quasi ein Guthabenkonto, das ihr verwenden könnt für was alles, Alina? Für alle Softwarekosten. Also sprich, ihr könnt damit wieder mal in den Plan reingehen. Aber hier, Leute, vergisst nicht, 30 Monate, solange ihr euch bei Allopage abseilt, seid ihr automatisch in der Testphase. Und in dieser Testphase seid ihr in einem sozusagen Pro-Plan. Ja. Der euch nichts kostet. Also das heißt, ihr könnt schon in dem einen Monat so viel ausprobieren eigentlich. Ja.
Und dieses Guthaben, wofür könnt ihr das einsetzen? Wieder mal, ihr könnt es für die Pläne einsetzen, aber auch für die einzelnen Apps, was Nadine gerade gesagt hat. Ihr könnt mit denen so ein bisschen rumspielen, für 2, 3, 4 Tage buchen, gucken, inwieweit durch diese App hilft, von mir aus wieder abbuchen. Also verschwendet also in dem Sinne das Guthaben nicht, dass ihr Angst habt, es anzurühren. Nein, haut es drauf, probiert es euch aus. Es ist nicht in dem Sinne jetzt euer eigenes Geld, was ihr einfach fürs Experimentieren nimmt. Spielgeld. Und Spielgeld, genau. Und das ist das Spielgeld, damit ihr wirklich euren perfekten Plan findet. Super. Vielen, vielen Dank, Alina. War es ja schön mit dir und mit dem Philipp versteckt im Hintergrund, der uns ein bisschen hier im Chat hilft. Ja, ich bin sehr froh, Philipp auch zu haben und auch im Chat, weil ich weiß, auf den kann man zählen. Wir sind das ist ein super. Dankeschön, danke für eure Zeit, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt generell zur Elopage, stellt sie gern, egal ob jetzt hier in den Kommentaren oder wenn ihr es später anhört, einfach über den jeweiligen Kanal. Wenn ich euch nicht helfen kann, leite ich euch super gerne an den Support weiter. Der darf da gerne übernehmen. Bisher haben wir für alles eine Lösung gefunden. Jetzt bei mir zumindest. Ich habe jetzt einfach ein paar verschiedene Produkte mal ausprobiert und angelegt und kann es tatsächlich von Herzen empfehlen. Sonst würde ich das hier nicht veranstalten mit dir. Cool. Ich danke dir, Nadine. Es ist ja auch immer wirklich schön, sowas zu hören, weil, wie ich meine, uns geht es darum, dass... Ich hoffe, das klingt jetzt auch nicht falsch. Wir sind uns von dem, was eigentlich wir für eine Entwicklung hier bei uns sehen, auch mit den Verkäufern, verstehen wir und wissen wir, dass wir eigentlich die richtige Lösung sind, besonders jetzt für Leute, die gerade sagen, und man redet nicht darüber gerne, auf keinen Fall, aber natürlich jeder weiß, was wir jetzt für Zeiten haben. Jeder sucht jetzt gerade irgendwo dieses Online etwas machen, weil jeder hat schon davor was gehört. Aber niemand hat sich damit wirklich beschäftigt. Vor 5 Jahren haben Leute auch digital ihre Produkte verkauft, aber das war so, ja, wozu? Und jetzt kann ich wirklich nur jeden dazu animieren, probiert es aus. Wie ich meine, wir haben die Essential Vision, wir haben die Testphase. Nutzt es aus, schaut euch das an. Und ja, es ist unverbindlich, das finde ich tatsächlich schön. Man kann es ausprobieren, wenn es einem tatsächlich nicht gefällt, völlig okay. Dann integriert die Nadine gerne euren WooCommerce-Shop in eure WordPress-Seite. Alles klar. Alina, ich danke dir sehr. Habt einen schönen Tag, weiterhin ganz viel Erfolg und bis ganz bald. Danke dir auch. Ciao. Ciao. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wie versprochen, bekommst du noch dein kleines Geschenk. Und zwar gibt es heute 99 Euro Startguthaben für alle Neukundinnen bei Elopage und natürlich auch für alle Neukunden. Geh einfach auf die Internetseite www.boost.elopage.com/mamabusiness. Dort erwarten dich deine persönlichen 99 Euro. Du meldest dich an, bekommst per E-Mail den Code und dann kann's losgehen. Viel Spaß!